So, Leute, wir sind wieder da. Ab Video 16 jetzt geht's weiter mit neuen Aufnahmen, wie angekündigt. Und wir sind immer noch hier... Autsch, Entschuldigung. Moment, mein Headset. Okay, und wir sind immer noch genau, Level 5. So, und ich möchte erstmal ein paar Leuten von euch danken. Also, erstmal allen natürlich, dass ihr so hilfreiche Tipps gegeben habt. Also wirklich hilfreiche Tipps. Denn ich glaube, mit den nächsten Aufnahmen, unter anderem dieser hier, werden wir viel erreichen. Und ein ganz besonderer Dank geht deswegen auch an Soren Malström. Ich habe ihn schon einmal erwähnt, aber Soren hat sich echt die Mühe gemacht, ein Video zu machen. Also eine Videoantwort auf irgendeins meiner anderen Zelda-Videos, wo der Weg zum zweiten Dungeon erklärt wird. Und oh mein Gott, der zweite Dungeon, den ich so bis zum Erbrechen gesucht habe. Und jetzt weiß ich endlich, wo er ist, und der wird direkt gestürmt, wenn ich Level 5 hier beendet habe. Natürlich aber erst, weil ich will jetzt erst hier, dass ich gehe nicht raus, bevor dieses Vieh tot ist. Rache, okay. Also dann würde ich direkt den fünften Tempel stürmen. Und ja. Quatsch, den fünften. Dann werde ich den zweiten Tempel stürmen. Und dann geht's hoffentlich endlich mal weiter mit Fortschritt. Warum kannst du sowas? Geh weg da, du scheiß Ritter. So, gut, jetzt hoffe ich nur, dass ich den Kack hier schaffe. Den Kack hier schaffe. Oh, ihr Sch. Nein, ich sag's jetzt nicht. Was ist denn ihr? Komm, ey! Oh. Ja genau, komm du nach oben. Du mich ver... Na, geht doch. Okay. Ach so. So, ja. Okay. Nein! Was zum... Juhu! Kaum fange ich an aufzunehmen, kacke ich wieder ab. Gut, ich muss nur wieder reinkommen, weil ich habe jetzt die letzten Tage natürlich kein Zelda gespielt, weil diese Aufnahmen sind von Montag. Ja, von letzter Woche Montag sind die. Von dieser Woche Montag. Also ziemlich genau eine Woche her. Und dazwischen habe ich noch viele andere Sachen gemacht. Zum Beispiel habe ich mit Alligator Let's Plays aufgenommen, die ihr auch schon gesehen habt wahrscheinlich. Marble Madness, Snake Rattle and Roll. Und heute wird noch neben den Zelda-Videos das andere hochgeladen, nämlich Super Smash Bros., wo ich voll auf die Fresse kriege. Toll, na egal. Also, das wird heute noch hochgestellt. Und jetzt versuche ich erstmal das hier so richtig schön zu machen. Und, oh Gott, Geld. Gib mir Geld. Da liegt Geld. Gibt es mir Rubine. So. Ich bin ein reicher Mann. Ich bin reich, ich bin schön, ich bin schön, ich bin reich, ich bin reich, ich bin schön, ich bin schön, ich bin reich, ich bin reich. So furchtbar reich. Okay, ja. Mhm. So, Herzen gibt. Hallo, Herzen gibt mir eure Energie. Bomben! Bomben, Bomben, Bomben. Man merkt es mir noch an, noch bin ich gut gelaunt. Mal sehen, wie lange das noch anhält. Bei diesem Spiel weiß man das nämlich nie so genau. So, und nur einer, okay. Oh Mann. Ich töte die übrigens deswegen, weil ich könnte ja einfach durch zum Boss rennen und sagen, Hallo Boss, hier bin ich! Oh nein, ich will nämlich Herzen bekommen! Oder Feen oder so ein Scheiß. Nein, hier nicht in dem Raum. Der Raum ist bäh. Aber hier gehe ich rein. So, und ich werde mir erstmal ein paar Sachen kaufen, glaube ich, gleich. Also, ich werde vielleicht auch mal offscreen... Was ist das, Danny, da jetzt hier? Ich werde eventuell auch mal offscreen gehen, um Rubine zu farmen. Denn, toll, kann ich jetzt voll gebrauchen. Denn es gibt viele Sachen, die ich mir kaufen möchte, muss, soll, die mir empfohlen werden. Aber erstmal werde ich etwas kaufen. Ja, erstmal werde ich nämlich Pfeile kaufen für 80. Weil mir wurde erzählt, dass meine Pfeile meine Rubine sind. Meine Rubine sind meine Pfeile, so. Jetzt gehe ich erstmal hier unten rein und hoffe, dass diese scheiß Mumien mir was bringen. So. Bams. Oh mein Gott, es sind zu viele. Und sie bringen nichts. Und sie bringen auch nichts. Und sie treffe ich nicht. Und hallo. Sie treffe, was ist das denn? Jetzt gib doch mal hier scheiß Herzen. Oder eine Fee. Irgendwas. So, dass ich mehr als einen Schlag aushalte vor dem Vieh. Na, oh, super. Okay. Versuchen wir es eben nochmal so. Oh Gott. Nein! Oh Gott. What the? Oh Gott, dass ich nur einen halben Strich habe. Ich dachte, ich bin ganz... Egal! Oh Gott. Nein! Oh Gott. What the? Nein! Nein!
Nein! Wie oft muss ich das Vieh überhaupt treffen? Ich habe keine Ahnung. Ist egal, wir gehen weiter und ich hätte es vielleicht sogar fast geschafft, wenn ich ihn nicht 10-mal oder 11-mal oder 70-mal treffen muss. Aber ich bin nur halt mit einem Herzen hingekommen, was ein bisschen kacke ist, da haben wir die Mumien hier. Zu viel Schaden machen, definitiv. Die machen wir zu viel! Jetzt komm doch, du Spark. Ey, hallo? Genau. So, okay, gut. Schön, schön, schön. Ja, und was ich auch gut finde, wenn ich diesen Tempel hier schaffe, schaffen sollte, schaffen werde, Eventualität, dann kann ich auch mal wieder zu Tempel, nachdem ich Tempel 2 natürlich dann noch gemacht habe im Nachhinein, kann ich danach noch zu Tempel 6 und zu Tempel 4, da ich ja jetzt wieder Schlüssel habe. Das heißt, Leute, wenn ich mich nicht allzu dumm wie jetzt anstelle, dann, tja, dann werden wir demnächst viele Erfolge feiern können. Insofern Tempel 6 nicht total der Absturz ist, weil ich weiß ja nicht, was da so kommt. Ich war ja nur im ersten Raum, wo mir dann gesagt wurde, hö, du brauchst einen Schlüssel, du hast keinen. Komm schon, gib mir eine Fee. Wenn ihr mir eine Fee gebt, dann... Eine Fee wäre jetzt perfekt, die würde mich komplett heilen noch. So, ihr Ritter, ihr stinkt mir zu sehr, ich lasse euch in Ruhe. Und ihr Häschen und... Wovon jetzt auf einmal nur noch eins da ist, ist egal! Gehen wir hier hin. So, Mumien, Mom is alive. Kennt das von ihr, von euch irgendjemand noch? Das war früher eine Serie, ein Cartoon auf die Karte. Fee! Oh mein Gott, okay, und weiter geht's. Dum, 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 dum. Ja, ich kann ja schießen. Okay, Leute. Du Boss bist Geschichte. Okay. Gut, fängst du mal an. Nein, 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 nein. Okay und nein, was zum? Ja, ja, okay, gut, 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 alles schön. Ja, okay. Schon. Noch, jawohl, he's dead, it's dead. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ja, Level 5. Oh mein fucking Gottness. Oh, ist das geil. Ist das herrlich. Endlich. Wieder ein Erfolgserlebnis. 16. Oh Gott. Stirb, lass mich einfach durch. Oh Mann. Erfolgserlebnis. Jetzt bin ich fröhlich. Okay, und jetzt. Sorin, dein Tipp wird befolgt. Auf zu Tempel 2. Und du stirb. Ach, Nuit. Oder wie du heißen magst. Auch immer. Und Soras. Ihr könnt mir jetzt auch alle gestohlen bleiben. Denn ich habe ein Erfolgserlebnis. Und I'm so happy. Now. Now. Okay. Und danach, wenn ich Tempel 2 hier geschafft habe, dann gehe ich in Tempel 4. Und dann gehe ich in Tempel 6. Da bin ich sogar wieder in der Reihenfolge drin. Oder? Moment. Ja, müsste sein. Egal. Dann habe ich Tempel 4 und 5. Dann muss ich 6 machen. So, jetzt muss ich nochmal genau überlegen, wo war das noch gleich. Er ist auf jeden Fall hier lang gekommen. Glaube ich. So. So, ich glaube, das stimmt hier sogar. Ach ja, und es war da auch gesagt, ich habe gar nicht das Master Schwert gefunden, sondern das White Sword, wie es sich nennt. Oh Mann, kein Master Schwert für Sushi. Ah, geht weg! So, und wenn ich jetzt so ein Pfeil-Heini finde, so Moment, jetzt müsste ich hier nach oben. Und hier links müsste, ouch, der Tempel sein. Ja, ihr ist hier. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Typ ist, der mir die Pfeile verkauft hat, dann wäre das echt genial. Jetzt kann ich erstmal diese scheiß Flöte hier weglegen. Oh mein Gott, zweiter Tempel. Zweiter Tempel, Erfolgserlebnis, Erfolgserlebnis. Der sollte jetzt nicht allzu schwer werden. Oh Gott, Schlangen! Schnelle Schlangen, wow. Und ein Schlüssel, Dankeschön. Wenn ich die Schlüssel sammle, dann... So, euch kill ich auch wieder alle, weil wer weiß, vielleicht bringt das mir ja irgendwo hier wieder so ein Mega-Ultra-Item. Na gut, ein Kompass. Und ganz viele Schleims. So, da oben ist der Boss, wer auch immer das sein wird. Ach, ich glaube, es ist der Dodongo. Also die mit den Bomben ins Maul und so. Dann wird das ja echt ein... Ah, genau, ein Kinderspiel. Schlangen sterbt und Turbine, ihr seid göttliche Wesen und oh
Gott, Feen. Ich brauche eine Fee mal nicht. Moment, ach, das war der Eingang. Cool. So, und... da, okay. Und wir gehen nach links. Und noch mehr Schlüssel. Wir kriegen Rubine! Wir werden reich! Wir werden reich! Ah, ja, genau. Jemand wollte mir sagen, was es mit dem Stück Fleisch auf sich hat. Das wäre echt mal interessant, weil ich habe keine Ahnung, was es mit dem Stück Fleisch hat. Hier geht's wirklich raus? Komisch. Ich dachte am Anfang, da sah es anders aus. Egal. Okay. Okay!